Mein erstes Mal war die Sache, natürlich kann ich mich an mein erstes Mal erinnern. Das war vom 1. bis zum 9.8.1976 mit dem Gunnar, dem Malte, dem Erik und dem Hans, ne? Wobei der Erik am letzten Tag aufgegeben hat, ne? Weil der Malte dann noch mit dem ganzen Handballverein kam, ne? Ja, manche Typen wollen auch die schnelle Nummer haben, ne? Aber Tante Unka kann sich an jede Kleinigkeit erinnern. In jede Kleinigkeit. Sag mal, du ziehst dir doch hier nicht vor allen Leuten allein Koks hoch, oder? Was? Nee. Ist doch viel zu gefährlich. Wenn du nicht Bescheid, dann geh für so einen Scheiß in den Knast. Das ist Mehl. Mehl? Echt? Na klar. Kann ich auch mal? Verdient dich. Das bringt dir überhaupt nichts. Ist aber erlaubt. Oh, Christoph, ich werd verrückt. Oh, das freut mich aber, dass du hier auf dem Abi-Treffen bist. Ist ja, wie lange haben wir uns denn nicht mehr gesehen, sag mal? 16 Jahre? Boah, das freut mich aber wirklich total. Sag mal, ey, was haben wir dich früher immer aufgezogen wegen deiner Stotterei? Hm. Weißt du noch? Gott, wir waren richtig fies, oder? Im Nachhinein. Aber das war einfach auch lustig, sobald du den Mund aufgemacht hast. Wie geht's dir denn jetzt? Gut. Wirklich gut. Und das mit dem Stottern, das habe ich auch in den Griff gekriegt. War nicht ganz leicht. Ich habe so eine Therapie gemacht, über 7 Jahre mit dem Logopäden. Oh, das freut mich sehr für dich, wirklich. Sag mal, ich habe mir ja letztens noch mal überlegt, das mit der Stotterei, das kann natürlich auch daher gekommen sein, dass wir dich immer Anlasser genannt haben. Anlasser, weißt du? Weil du nicht angesprungen bist. Das ist so lange her. Schwamm drüber. Hey, Anlasser, zieh mein Bier. Komme. Hey, Matthias. Hallo. Hi. Na, was denn du hier? Naja, dasselbe wie ihr, würde ich mal sagen. Abi 88. Ja, das ist schon klar, aber du bist doch durchgefallen, oder? Ja, schon, aber ich war ja trotzdem 8 Jahre bei euch. Ja, das mag ja sein, aber du, das ist hier eine Abi-Party, weißt du? Und du hast ja kein Abi. Macht also nicht so richtig Sinn für dich, die Feier, oder? Was, soll ich jetzt gehen, oder was? Ja. Ja. Sag mal, hat er eben Abi 88 gesagt? Ich habe doch 90 Abi gemacht. Ja, ich auch. Ach so, deswegen kenne ich keinen hier. Hey, sag mal, das ist doch der Dings. Ja, hey, jetzt wo du es sagst, ist doch der Dings. Hey. Na? Oh, sorry, ich hab voll deinen Namen vergessen. Dings? Peter Dings? Oh, das war's. Mann, ist das vielleicht ein beschissenes Abi-Fest hier, hör mal. Wir haben uns 16 Jahre nicht gesehen und alles, was ich höre, ist oberflächliches Blabla. Ja, furchtbar. Dabei ist in der Zeit so viel passiert, ja? Man könnte über alles reden, aber worüber reden die dusseligen Dummtussen hier? Über ihre Prada-Taschen. Wer hat eine Prada-Tasche? Ich! Thomas! Ey, was waren die Geschäfte? Was tun hier? Ich denke, du bist durchgefallen. Weißt du was? Weg mich. Was haben wir gesprochen? Ja, du wolltest mir gerade erklären, warum du mich damals wegen dieser billigen Mütze verlassen hast. Ach ja, genau. Aus Kostengründen. War billiger. Macht Sinn? Nina Schmidt! Nee. Katrin Aarhus! Nee. Trotzdem unterhalten? Nee. Okay. Julian und dir, Anlasser! Mann, 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 Mann. Das ist vielleicht eine Bande von arroganten Schnöseln. Dich ärgern sie, weil du mal gestottert hast und mich wollen sie hier nicht haben, weil ich durchgefallen bin. Unglaublich. Na komm, wir trinken jetzt erstmal ein schönes Bier zusammen. Verpiss dich. Anlasser! Hey. Hey. Mein erstes Mal. Wie meinst du das jetzt? Mit Frauen und mit Tieren oder mit Haushaltsgeräten oder mit Männern? Nee, ist ja ekelhaft, nee. Mit Männern hatte ich noch nie, das ist ja widerlich.
Nee, da lob ich mir eine schöne Pfeffermühle. Ich muss total dringend auf Toilette. Mensch, dann geh doch ins Wasser. Meinst du, da sieht mich doch jeder. Quatsch, sieht kein Schwein. Ich weiß nicht. Wie soll denn das im Wasser jemand sehen? Stimmt. Hm? Hast recht. Ich weiß auch nicht, was meine Mama hat. Die macht sich immer so Sorgen um mich. Die sagt immer, ich soll aufpassen, dass ich nicht nackt im Internet bin. Aber ich weiß gar nicht, was daran so schlimm sein soll und was da passieren soll. Also war ich gestern wieder nackt im Internet bei Google. Ja, zwar wie immer. Danach habe ich den Computer wieder ausgemacht und habe mich wieder angezogen. Ich weiß auch nicht, was meine Mama hat. Ich wollte gerne die zwei DVDs ausleihen. Bis Montag? Ja. Das macht 9 Euro. Und ich bräuchte noch einen DVD-Spieler. Ja, halt noch einen da. Super. Und noch einen Fernseher? Mhm. Hummel, ich brauche noch einen Fernseher für einen Kunden. Wohnung hast du? Eigentlich nicht. Halt nur was in Pankow und in Lichtenberg. Ja, super. Nehme ich Pankow. Muss er aber am Montag um 23 Uhr spätestens raus sein. Kein Problem. Ich würde die Filme gerne mit ein paar Kumpels gucken. Mhm. Da halt nur noch Rainer und Markus und die streiten sich immer. Oh, das besser als alleine gucken. Und dann hätte ich gerne noch 3 Pizzasalami und so ein Sixpack, so für Bier. So. Markus und Rainer sind Vegetarier. Ja, dann einmal Salami, 2 Margarita. Das war's jetzt aber, wa? Ja. Das sind deine Kumpels, Markus und Rainer. Hi, ich bin Markus. Rainer, was ist denn? Heute ist ja noch eine Pornonacht in Friedrichshain. Ist das okay für dich? Ja, klar. Ja. So, dann kriegst du von mir das Single-Paket, wa? Super. Gut, das macht zusammen 249 Euro. Bitte einmal unterschreiben. Okay. Stimmt so. Kannst du mal die hin? Ah, oh, geil, Triple X. Voll die Special Effects. Guck mal. Hey! Was soll das denn? So ein Arschfleisch drauf. Ich bin ja jetzt schwanger. Ja? Vor ziemlich genau 6 Monaten gab es da diese gewisse Sommernacht. Und in der gab es diese gewisse sehr heiße Ü50-Party. Und da wurde viel getrunken. Eins kam zum anderen und irgendwann haben die mich dann aus der Party rausgeschmissen. Und dann bin ich betrunken in der Samenbank